Hallo und herzlich willkommen zu Stranded. Ich bin Dr. Wolfseherz und freue mich, dass ihr dabei seid. Wir spielen hier jetzt nach dem Angespielt auf meinem Kanal auch ein Let's Play mit diesem wunderschönen Kloniebilder, der ja stark an Rimworld erinnert in 3D, aber auch, ja, wie ich finde, so ein bisschen Alleinstellungsmerkmale hat. Einfach auch, also die Grafik ist natürlich das Alleinstellungsmerkmal Nummer 1. Rimworld sieht toll aus, Stranded sieht toller aus. Und naja, gameplay-technisch fehlt zu Rimworld natürlich ein bisschen was, aber man hat hier einfach Spaß und man kann hier wunderschöne Kolonien bauen. Elektrizitätssystem ist ganz interessant und deswegen steigen wir mal direkt ein. Außerdem ist das Angespielt bei euch gut angekommen und ich habe tatsächlich auch ein oder zwei Anfragen zu Stranded gehabt. Von daher, los geht's. Also, wir spielen ein neues Spiel. Und ja, wir sind immer noch früh im Early Access. Das heißt, hier gibt's immer noch nicht viel zum Auswählen. Was wir aber machen können, ist ein Seed eingeben. Und hier würde ich, ich habe mich so ein bisschen schlau gemacht, über die verfügbaren Seeds, oder über Seeds, über Seeds, die aus der Community kommen und sehr gut bewertet sind. Und hier gibt es einen Seed mit 3L, der wohl eine sehr schöne Karte generiert, wo man alle Ressourcen auch relativ nah beisammen hat oder zumindest in erreichbarer Nähe und es soll wohl sehr schön aussehen. Ich bin gespannt, ich habe es noch nicht gesehen. Ich lasse mich jetzt einfach mal drauf ein und ansonsten lassen wir aber alles auf Standard. Wie gesagt, da können wir eh nicht viel einstellen und dann gehen wir mal weiter und suchen uns unsere Kolonisten aus. So, die vier da oben sind vorausgewählt. Wir schauen mal. Also ich möchte natürlich von allem ein bisschen was haben. Und wenn man mal schaut, das hier ist schon eine Übersicht. Das ist jetzt natürlich der gewählte Charakter hier. Ich wähle mal Daniel aus. Das hier sind jeweils die Höchstwerte von den Personen, die wir ausgewählt haben. Das heißt, wir haben alles dabei. Ja? Wir haben Physical, das ist also ja, Scavenging, Mining, Cutting steht hier. Da haben wir Intellect, das haben wir auch jemanden im Mittelfeld. Healing haben wir jemanden hier im unteren Bereich. Wir haben jemanden, der Farming kann, wir haben jemanden, der Crafting kann, wir haben jemanden dabei, der sehr gut kochen kann, wir haben jemanden dabei, der sehr gut kämpfen kann und Construction ist halt auch eher so unten. Aber so alles in allem ist das, denke ich, schon eine ganz gute Truppe. Allerdings haben wir hier jetzt zwei gute Kämpfer dabei. Da würde ich tatsächlich vielleicht einen von austauschen. Bin nur noch nicht sicher, wen. Ich glaube, dass ich da den Ken mal rausnehme. Und jetzt müssen wir mal schauen, was fehlt uns noch? Also Farming und Healing. Farming, Healing, Crafting könnte insgesamt ein bisschen besser sein. Ja, Farming, Healing, Crafting. Das sollte der Fokus sein. Schauen wir mal. Ist nicht so gut, nicht so gut, nicht so gut. Oh, hier ist Farming sehr hoch bei der Lara. Healing nicht so, Crafting auch nicht. Hier ist Crafting sehr hoch, aber Farming nicht. Oh, Farming und Healing sehr hoch bei Maki. Crafting dafür nicht so, aber ich denke, das ist schon okay. Hier haben wir auf jeden Fall jemanden, der Farming machen kann. Wir nehmen Maki mal dazu. Jetzt sind das unsere generellen verteilten Werte. Jetzt hatten wir einen, der in Farming etwas schlechter war. Das war Emily. Na, die ist aber sehr gut im Kochen. Die würde ich deswegen auch da behalten. Daniel ist Intellekt sehr hoch für Forschung. Er kann aber gar nicht kämpfen. Behalten wir mal dabei. Ich würde sagen, das ist eine gut gemixte Truppe. Construction ist ein bisschen niedrig, ne? Also alles, was gebaut werden muss. Aber komm, die Leute steigen doch auch noch. Das wird schon. Aber wir haben auch keinen dabei, der Construction so ein bisschen interested, also dran interessiert ist. Die Frage ist jetzt, wen schmeißen wir raus nochmal? Komm, ich nehme Daniel mal raus und wir gucken nochmal, ob wir jemanden kriegen, der mit Construction besser ist. Wir fangen mal unten an. Oh, hier, Raka.
mag sehr gern Construction. Aber dann fehlt uns jemand bei Crafting. Wir brauchen eigentlich Construction und Crafting in einem Charakter. Oh, hier, Grayson. Das sieht gut aus. Grayson, halt mal meine Hinterhand. Ich würde sagen, wir nehmen Grayson dazu. So, haben wir zwei Damen und zwei Herren. Das ist ja auch eine gute Verteilung. Und jetzt gefällt mir das schon gut. Crafting, immerhin jemand, wie gesagt, jemand dabei, der interested ist. Das ist gut, dann steigt der da auch schnell drin auf. Ja, das ist ein gutes Mittelfeld. Also Emmeline, Grayson, Jack und Marky, das ist unsere Startzusammenstellung. Und dann starten wir auch tatsächlich mal ins Spiel. Und ja, auch diese Screenshots, also das sind keine Screenshots, diese Artworks. Wunderschön. Und da stürzen wir schon ab. Okay. Das ist auf jeden Fall eine interessante Landschaft. Viel Gebirge drumherum. Ein See. Ja. Oh, hoppla, ich sollte vielleicht vom unteren Bildschirmrand weg mit der Maus. Bäume sehe ich ein paar. Hier sind viele Bäume direkt am See. Hier unten sind noch ein paar Bäume. Oh Gott, da kommt ja nochmal ordentlich was runter hier. Was ist denn da los? Ja, einer weint immer. Wenn man runterkommt, ist einer immer völlig fertig erstmal. In dem Fall Marky. Emmeline versucht schon zu trösten. Die beiden sind geflohen, als hier noch ein zweiter Einschlag war. Ja, aber ich muss sagen, das ist tatsächlich eine sehr schöne Karte. Wir haben hier schönes Gebirge drumherum. Die Wrackteile sind alle hier. Ressourcen, ich sehe keine unmittelbaren gefährlichen Tiere in der Nähe. Die können natürlich noch spawnen. Ja, ich würde sagen, das ist eine schöne Karte. LLL ist der Seed. Und ja, dann starten wir mal rein. Ich muss mich erstmal wieder orientieren, weil ich pausiere jetzt erstmal. Ja, weil ich natürlich nach dem Angespielt hier auch nicht mehr gezockt habe, weil ich einfach auch ja so ein bisschen noch die Entwicklung des Spiels eigentlich abwarten wollte. Aber naja, jetzt habe ich halt doch Bock drauf. So, wir fangen erstmal an und machen hier Scavenge, weil wir wollen hier ein paar Teile rausholen. Hier kriegen wir halt allerhand Kram, ne? Das können Elektronikteile sein, Metall meistens auch. Hier ist spezifisch Metall Use. Ah genau, das ist sowieso schon erlaubt. Das heißt, das darf eingesammelt werden. Hier liegen Rationen. Hier haben wir noch mehr Rationen. Und hier liegt noch mehr Metall. Also Startressourcen sind auf jeden Fall alle da. Jetzt ist die Frage, wo fangen wir an mit unserem Shelter? Ich würde sagen, zunächst mal hier oben. Hütten würde ich tatsächlich später hier unten anfangen. Aber hier oben starten wir mit dem ersten Lager, mit den ersten ja, Unterständen, sage ich mal dazu. Camp. Shelter. Wir bauen aus Scrap Metal. Wir haben sowieso nichts anderes. Und dann würde ich hier gleich mal, hoppla, zwei übereinander bauen. Ich drehe erstmal die Kamera so, dass wir das ausgerichtet haben. So, dann machen wir so. Ah, ich habe natürlich wieder vergessen, Shift zu drücken. Das ist eine Krankheit von mir. So, wenn wir die so zusammenstellen, haben wir schon mal einen größeren Unterstand. Das machen wir jetzt als erstes. Und dann nehmen wir die Pause raus und lassen schon mal ein bisschen arbeiten. Ich denke, wir können auch schon ein, zwei Bäume fällen. Können wir eigentlich die Büsche können wir auch schneiden. Nehmen wir die Büsche mal weg, jawohl. Ist da was? Ach, das, nee, da gibt es auch nur Sticks, genau. Ich will ja Cut haben. So. Wir nehmen mal hier den Baum weg. Wieso muss ich es nochmal extra auswählen, wenn ich schon auf Cut gehe? Ach, weil ich sie ein. Nee, Moment mal. Orders. Cut. Ach, ich muss auch Trees noch auswählen, meine Güte. Ja, Leute, da seht ihr schon. Die Spielerfahrung ist noch nicht so riesengroß. So, ich fäll nur die großen Bäume. Das heißt, den nehmen wir auch noch weg. Ja, komm, ich mach's jetzt so. Ja, in der Tat sind doch gar nicht so viele Bäume da. Wir müssen also schon früh anfangen, die auch mal nachpflanzbar zu machen. Und das machen wir am besten, dass sie sind meiner Erfahrung nach gute Bäume, die viel Holz bringen.
Deswegen werden wir da gleich mal einen von beobachten, damit wir lernen, die selbst anzubauen. Hier ein großer See. Könnten natürlich auch hier am See später bauen. Das ist auch fast genauso gut, sage ich mal. Also ganz nah oben dran. Schauen wir mal. Okay, so. Jetzt haben wir den Unterstand. Der Unterstand ist schon fertig. Wir können hier die Dächer auch einblenden. Die sind standardmäßig ausgeblendet, damit man auch reingucken kann. Und wir stellen jetzt ein paar einfache Betten auf. Beziehungsweise, Moment. Warte mal, Leute. Genau, Sleeping Spot einfach nur. Ist einfach nur auf dem Boden eine Stelle, wo die pennen können. Und wir machen jetzt hier Kopf an Kopf. Wir haben 4 Leute, also machen wir 1, 2, 3, 4. So der klassische Start, ne? Dann kann jeder sein Bett auch erreichen. Und ja, passt schon. So, wir brauchen natürlich auch ein Lager. Das heißt, wir legen mal so einen kleinen Stockpile an. Und das machen wir jetzt hier daneben. Machen wir einfach mal so. Noch einen. Und so. Und ihr ahnt es schon, damit das Ganze nicht trotzdem kaputt geht, weil es leider passieren kann, müssen wir da auch noch ein Dach drüber packen. Und das machen wir natürlich auch. Und zwar genau wie unsere Unterkunft. Einfach so nebeneinander. Okay. Nicht schön, aber praktisch. Auf jeden Fall. So, Jack hat schon die erste Strohmatte hier hingelegt. Mit dem Hammer wird das Stroh gut verdichtet, ne? Kennt man ja. So. So, und jetzt fehlt uns schon Material. Wir haben 23 von dem Eisenzeug zu wenig. Aber ich sehe, dass Marki schon was transportiert und wir bekommen hier auch was Neues raus. Zum Beispiel hat Emeline hier gerade abgebaut und da trägt sie schon 16 weitere Scrap-Metallteile. Also alles gut. So. Auch das können wir cutten. Das sind das Totholz, aber da kriegen wir auch Holz raus. Das wir für Konstruktion brauchen. So, und diese hier, die sind alle friedlich, ne? Also es gibt, also die aggressiven Tiere, man erkennt sie teilweise auch echt am Aussehen. Auch wenn diese hier wirklich spooky aussehen. Tiere, denen ich jetzt auch nicht unbedingt begegnen wollen würde. Aus irgendeinem Grund, selbst wenn sie friedlich sind, hätte ich gehörigen Respekt. Naja, es sieht halt so insektoid aus, ne? Ich glaube, das ist grundsätzlich für viele Menschen dann schwierig. Ja. Trotzdem sie friedlich sind, wie gesagt, eher gruselig anzuschauen. Aber die wirklich gefährlichen Tiere, die erkennt man trotzdem, weil sie auch wirklich irgendwie noch gefährlicher aussehen. Ich schaue mal gerade, ob ich irgendwo was sehe. Also, hier nirgendwo diese Raupen habe ich auch noch gar nicht gesehen. Nee, aber ich sehe jetzt tatsächlich, es gibt so rot-schwarze Insekten, aber die sehe ich tatsächlich auch nirgendwo hier. Aber, wie gesagt, das kann auch sein, die spawnen alle noch. Und dann werden wir da schon mit zu tun bekommen. So, wie schaut es hier aus? Okay, es wird schon eingelagert, sehr gut. Und wir können hier bei den Lagern auch immer natürlich bestimmen, was eingelagert werden soll. Also ganz klassisch, sage ich mal, in der Rimmel-Manier können wir hier sagen, zum Beispiel, die wollen wir nicht einlagern oder die wollen wir einlagern. Wir machen das erstmal hier als generalisiertes Lager, wo alles reingeht. Da wieder 35 Scrap Metal, sehr schön hier. Aber das kann auch alles noch eingesammelt werden. Hier sind noch synthetische Leggings. Da liegen auch noch Rationen daneben. Ne, das sind CPU-Kerne. Hier sind die Rationen. Wunderbar. So, und Grayson ist schon unterwegs. Der beobachtet hier schon den Baum, also studiert den. Und dann werden wir bald wissen, wie wir die selbst pflanzen können. Und das müssen wir dann auch relativ zügig tun. So, wir brauchen auch fürs Camp so eine Art Campfire. Dafür fehlt uns jetzt aber, also wir haben Battle Scrap Parts. Wir können Campfire mit verschiedenen Rezepten bauen, das sieht man da oben. Und damit wir es bauen können, steht unten schon, um das freizuschalten, entweder brauchen wir Steinblöcke oder wir brauchen Holzstöcke. Ja, so, und wir müssen das jetzt mal machen, indem wir hier Orders, Cut,
Busches und jetzt schneiden wir hier ein paar Büsche weg. Nehmen wir doch einfach hier ein paar, hier ein paar. Leute, drückt immer Shift, sonst ist die Auswahl wieder weg. Cut, Bushes, die zwei. Hier den einen, so nicht zu viel. Soll ja auch noch ein bisschen gemütlich aussehen und die Büsche tragen schon zur Gemütlichkeit bei, finde ich. Oh, Maki und Jack hatten hier gerade offensichtlich eine Unterhaltung und Maki ist auf jeden Fall nicht der gleichen Meinung, was die Absturzursache, die Absturztheorie angeht. Also sie sind sich nicht einig darüber, warum und wieso sie jetzt hier gelandet sind. Warum das Raumschiff abgestürzt ist. Oder, ja, genau. Gut. Ja, da wird schon Holzstöcke gesammelt. Hier oben haben wir auch schon ein bisschen was Essbares. Das müssen wir auch studieren übrigens. Das heißt, da gehen wir mal direkt hin, observe. Es ist wichtig, dass wir essbare Pflanzen auch anbauen können. Was ist das hier? Gar nichts. Da liegen schon die ersten Sticks. Sehr schön. Dann müssten wir jetzt eigentlich ein Campfeuer herstellen können. Jawohl. Und dann können wir es aus Scrap Metal oder auch aus Holz, aus Stein machen. Steine habe ich jetzt aber hier noch gar nicht zum Abbau gesehen. Das heißt, da müssen wir dann hier oben hin zu diesen Felsen. Und dann gehen wir da mal hin und machen Abbau. 20 Steine sind da drin. Machen wir da auch noch mal. Dann haben wir 40 Steine grob mal. Da kommen wir doch schon mal ein bisschen mit. So, Grayson, hat er den Baum fertig? Nee, wenn er den Baum fertig beobachtet hätte, dann wäre er erstens nicht mehr markiert und zweitens hätten wir schon eine Meldung bekommen. So, erst 40%. Dann würde ich jetzt sagen, lass das mal sein hier. Grayson, lieber erstmal den Baum senden. Aber wenn wir zu viele Aufgaben geben, dann kommen wir hier ganz schnell durcheinander. So, jetzt ist eh bald schon dunkel. Die Leute gehen dann schlafen. Campfire wäre jetzt echt noch schön gewesen vorher. Wir haben aber nur noch 12 Scrap Metal, also ich wäre jetzt ein bisschen vorsichtig, weil sonst fehlt uns das vielleicht für was anderes. Und nicht immer kriegt man halt Metal raus. Das ist das. Manchmal kommen halt auch nur ein paar Elektronikteile oder so. Deswegen erstmal Holz verwenden. Aber wir brauchen noch Steine, weil Steine und Stöcker oder Scrap Metal und Stöcker für das Feuer benötigt werden. Gut. Ich zeige euch noch ein bisschen, was wir sonst noch sehen können. Wir können natürlich jeden einzelnen Charakter uns anschauen. Hier gibt es eine Schnellübersicht über die Gesundheit und die Glücklichkeit, was sie gerade tun. Was die nächste Aufgabe ist, worin sie am besten sind. Ja, aktuelle Gesundheitskonditionen. Alle haben hier Rauch eingeatmet. Vom Absturz wahrscheinlich. Smoke Inhalation. Und, oh, der Jack hat eine milde Leberzirrhose. Auch kein Spaß. Das ist nicht gut. Ja, und hier haben wir detaillierte Werte. Wir sehen hier die Kälte- und Hitzetoleranzen, Soziales und Meinungen. Dann können wir hier auch noch genauere Überblicke über die Gesundheit bekommen. Ich gehe jetzt hier mal auf Jack, da sehen wir halt auch die Leber und die Lungen. Das mit der Lunge, das gibt sich wieder. Eine Leberzirrhose ist, wenn ich mich nicht irre, unheilbar. Ich bin nicht sicher. Dann sehen wir hier Angaben über die Zufriedenheit, über die Glücklichkeit. Und man sieht hier halt auch so eine grundsätzliche geistige Gesundheit. Also wie geht's dem gerade emotional, ne? Und das ergibt sich dann hier aus diesen Sachen. Also grundsätzlich, weil sie jetzt gerade Überlebende sind und sagen, wie ich will überleben, kriegen sie erstmal plus 50 schon mal. Das hält aber auch nur 3 Tage, 7 Stunden noch an, dann ist das vorbei. Genauso, ich habe überlebt, ich bin so glücklich. Diese plus 25, die werden schon nach einem Tag und 17 Stunden verschwinden. Und dann hier so ein Spaziergang gibt für 12 Stunden so einen kleinen Bonus. Aber es gibt halt auch viele Dinge, die negative Auswirkungen haben. Zum Beispiel
es gibt hier wenig spaßige Sachen zu unternehmen oder ich muss im Stehen essen, es ist dunkel oder Maki hat mich irgendwie genervt in dem Fall. Ich habe ein bisschen Schmerzen. Aui. Okay, cool. Ja, also jede Menge Modifikatoren auf den Zufriedenheitsstatus. Dann sehen wir die Bekleidung. Wir sehen die daraus abgeleiteten Kälte- und Hitzewerte, weil natürlich können die auch gefütterte Klamotten tragen. Dann halten sie auch niedrigere Temperaturen aus oder sie sind besser geschützt gegen stumpfe oder Stiche, also spitze Gewalteinwirkungen gegen Energiewaffenbeschuss oder Gas-Deflection, also ja, Schutz vor Gasen. Dann haben wir hier die Skills und wir sehen auch, worin sie interessiert sind. Dort bekommen sie extra Erfahrung, wenn sie diese Tätigkeit ausführen, steigen also schneller darin auf. Und noch eine zusätzliche, ja, ein Profil halt, so ein paar Sachen. Und hier noch Restriktionen. Wir können für jeden Kolonisten bestimmen, was er essen darf, was er nicht essen darf und so weiter. Okay. Wir gehen, ich denke, im Laufe der Folgen immer wieder mal auf Interface-Elemente ein. Jetzt habe ich euch das mal vorgestellt. Aber jetzt gucken wir erstmal ein bisschen weiter. Ich werde jetzt die Spielgeschwindigkeit mal ein bisschen erhöhen. Das geht hier oben. Ich werde die Zahlentasten 1, 2, 3 nehmen oder Pause. Das sage ich gar nicht groß an meistens. Aber weil es jetzt dunkel ist und die eh gleich pennen gehen. Ja, hier übrigens auch die Uhrzeit. Es ist jetzt also 5 Uhr, also 17 Uhr würde ich mal sagen. Ne, 5 Uhr morgens. Offensichtlich, die haben sich. Jetzt legen sie sich hin um 5 Uhr morgens. Ehrlich? Ist denn jetzt hier so hell? Geht die Sonne jetzt auf oder unter? Sonne geht auf. Ja, 6 Uhr. Also, die haben sich jetzt gerade erst hingelegt. Haben letzte Nacht so gut wie gar nicht geschlafen. Jetzt sind sie auch noch alle nass. Es schneit das oder regnet das? Rain. Es regnet. Okay. Gut, wir müssen zusehen, dass wir die Lagerfeuer bekommen. Da kommt auf jeden Fall schon mal Stein. Wir haben auch schon Stein im Lager. Das heißt, wir machen jetzt mal ein Campfire aus Steinen. Und wir sehen hier, welcher Bereich davon profitiert. Ja, und wir müssen das schon so platzieren, dass hier die Lager, dass unsere Lager so ein bisschen Wärme bekommen. Und ich werde das jetzt hier drunter platzieren. Dann profitieren die nämlich alle von der Wärme. Obwohl, nee, ich mache es lieber hier draußen. Ja, ich platziere es hier draußen. Ich möchte auch nicht direkt neben dem Lagerfeuer schlafen. Zumal wir das Lagerfeuer auch für Kochen am Anfang benutzen. Das muss ja nun echt nicht neben den Schlafstätten passieren. So, sie sind hungrig und so, sie müssen essen gehen. Wir haben 54 zubereitete Mahlzeiten. Das sind die Notfallrationen in dem Fall. Die wir aber auch noch erwärmen können. Dann sind sie ein bisschen besser. Wie gesagt, dafür braucht man Feuer. Außerdem brauchen wir relativ schnell auch einen Forschungstisch. So, da brauchen wir jetzt 20 Scrap-Metal. Die haben wir einfach nicht. So, da ist das Lagerfeuer. Jetzt können wir die ersten Sachen herstellen. In dem Fall kochen. Und hier sind die Rezepte. So, und jetzt werden wir die Notfallrationen zubereiten. Und zwar so, dass wir immer 4 verzehrfertig haben. Und dann werden wir bei den Leuten einstellen, dass sie diese gar nicht mehr essen dürfen. So, Copy. Paste, also einfügen. Paste. Paste. Ja. So, Quick Meals, da sind jetzt die Cooked drin. Die sind erlaubt. Halt neu dazugekommen. Nur was wir kennen, kommt auch in die Liste. Und die Emergency Rations roh sind raus aus unserem Essensplan. Oh Gott, Grayson ist ein bisschen mimosig. Hat sich ausgeheult bei Emmeline darüber, dass sie hier für immer gestrandet sein werden. Ja, New Resource, guckt Emergency Rations. Das heißt, die haben wir neu kennengelernt. Sehr schön. So, und Grayson schaut sich jetzt den Baum weiter an. Sind wir fast fertig mit dem Beobachten, das ist schon gut. So, und Maki kocht jetzt. Wir sehen hier, ne, Getting. Das heißt, sie holt eine normale Überlebensration
für, warum macht sie das, um eine gekochte Ration herzustellen? Läuft soweit. Emelin isst gerade. Hier, das ist auch gleich fertig. Das ist sehr gut. So. Discovery Big Broadleaf Tree. So, und jetzt können wir die halt eben einpflanzen. Und der ist ja ausgewachsen. Dass wir kriegen jetzt bei diesen Bäumen halt auch mehr Informationen, weil wir sie studiert haben vorher. Ich nehme jetzt hier mal so einen Nadelbaum. Vorher hat man halt nur so grundlegende Informationen, aber wenn man die observiert hat, dann weiß man da wesentlich mehr darüber. Jetzt als nächstes würde ich gerne diese Dinger hier einmal studieren. Damit wir die auch anbauen können. Emily hat nichts zu tun. Worin ist Emily denn gut? Kochen. Ja, warum macht das eigentlich Maki, die im Kochen gar nicht gut ist? Naja, zumindest nicht ganz so gut, sagen wir es mal so. Maki könnte eigentlich Farming machen und das werden wir jetzt auch machen. Farm ist neu dazugekommen, Trees and Bushes und hier der Big Broadleaf Trees, das ist Eichenbaum, ne? So, und da werden wir jetzt hier ja so einen kleinen Wald anlegen. So, ich weiß nicht, was das hier ist. Das könnten auch Heilpflanzen sein. First Camp. So. Ein Ereignis. First Camp. We put together a camp as quickly as we could. Wir haben so schnell wie möglich ein Camp zusammengestellt. Schlafen nicht mehr im Dreck. Wir haben ein Dach über dem Kopf und ein Feuer, um uns in den unsicheren, unbekannten Nächten zu erleuchten. Und das Wichtigste, wir haben überlebt. Für uns fühlt sich das wie eine Errungenschaft an, die es wert ist, geehrt zu werden. Wir könnten uns um 19 Uhr beim Campfire treffen, um das zu feiern. Ja, das machen wir. Es gibt nämlich einen Stimmungsboost. Und stopp, ich möchte das doch nicht machen. Remove Field, weil das hier könnten tatsächlich Heilpflanzen sein. Deswegen möchte ich die nicht abbauen. Sind die jetzt noch markiert? Orders. Cancel Orders. Forced Removal. Nee, nee. Kann ich nicht mehr rückgängig machen. Okay, gut. Wir werden die Bäume hier oben anpflanzen. Also Farm, Trees and Bushes. Hier oben kommt das hin. Hier ist besserer Boden. Das sehen wir hier. Hier ist ja das Gitternetz dunkelgrün. Tja. Ist schon los mit einem. Oh, größer können wir gar nicht. Okay. Dann nehmen wir jetzt auch diese Größe. Pflanzen da Bäume an und alles, was hier drin ist, wird jetzt halt abgeholzt. Da kriegen wir auch Ressourcen. Da sind auch nochmal diese Pflanzen drin, die Heilpflanzen sein können, aber hier sind mehr. Deswegen gut, dass wir die jetzt aufbewahren. Die können wir dann mal studieren, aber später. So, Grayson studiert bereits. Jack fängt an, hier alles abzuholzen. Wunderbar. Soweit, so gut. So, hier steht auch Feier um 19 Uhr. Maki hat nichts zu tun. Ist dann halt so. Was kann Maki nochmal gut? Da.
Man mag nicht so gut im Heilen und Farming, aber ja gut, da muss erst das Feld freigemacht werden, dann kann sie farmen. Und noch so viele Sachen zu studieren. Hier sind noch Pilze, hier sind so spitze rote Pflanzen. Und sie wollen wir jede Baumsorte auch erforschen, auch diese hier. Weil sie halt auch unterschiedlich schnell wachsen, unterschiedlich viel Holz geben. Oh, hier ist schon ein Tier getötet worden. Das könnten wir schon schlachten, wahrscheinlich hier von diesen Fluginsekten. Ja, das mit dem Essen, wie gesagt. Also wir können das hier auch schon ernten. Wir müssen nur einen zum... Ne, wir müssen es erst studieren tatsächlich. Okay, dann machen wir das auch. Okay, Leute, 30 Minuten, erste Folge ist um. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Stranded Alien Dawn. Ab jetzt ein Let's Play-Projekt. Und mich würde natürlich euer Feedback freuen, wenn ihr Fragen habt, gerne. Und dann weise ich auch nochmal auf das ganz neue Community-Forum hin. Das ist jetzt seit... Mitte November gibt, in einer Woche ungefähr, wo ihr euch registrieren könnt und diskutieren könnt. Es gibt natürlich auch weiterhin den Discord-Server, so für einfachen Chat, aber für, ja, ich sag mal, tiefer gehende Diskussionen oder Informationen, die länger aufbewahrt werden sollen, dafür ist das Community-Forum super. Okay, also, danke fürs Zuschauen, bleibt gesund, euer Dr. Wolfsherz. Ciao!